Da kommt er, der Nachwuchs der BASF, die Zukunft des Chemieunternehmens. Auch in diesem Jahr starten wieder rund 900 Auszubildende am Standort Ludwigshafen und im BASF-Ausbildungsverbund ins Berufsleben. Ein spannender Moment als Azubi, auch für Sven. Er hat heute seinen ersten Tag. In der Berufsschule in Bad Dürkheim hatte ich die Fachrichtung Elektronik. Und daraufhin habe ich mein Interesse dafür entdeckt und wollte dann in dem Weg Automatisierungstechnik bei der BASF lernen. Ein bisschen aufgeregt, aber die Vorfreude ist schon groß auf das viele Neue. Erfahrener ist schon Azubi Philipp. Er hatte heute vor 2 Jahren seinen Ausbildungsstart bei BASF. Es war relativ viel Aufregung, weil gerade aus der Schule gekommen, dann in ein neues Arbeitsleben, ist halt eben großer Umschwung, weiß jeder. Versteht auch jeder, der es einmal durchgemacht hat. Aber ich muss sagen, wir wurden ziemlich nett aufgenommen und am Anfang noch so ein Gefühl, so, ah ja, alles sehr groß, sehr viele Leute vor allem. Aber nachdem wir dann unsere Ausbilder kennengelernt haben und in unsere kleinere Gruppen unterteilt waren, hat sich das ziemlich schnell gelegt. Die Ausbildung bei der BASF heute mit viel mehr innovativer Technik. An den Übungsanlagen kommen QR-Codes, Tablets und Handys zum Einsatz. Der Umgang mit neuen Technologien ist immens wichtig, denn die Digitalisierung macht auch vor den Werkstoren in Ludwigshafen nicht Halt. Technik 4.0 ist für mich die einfache Weiterentwicklung von unserer ganzen elektronischen Ansteuerung. Wir tun die Anlagen digitalisieren, komplett automatisieren, dass die von sich alleine laufen, ohne dass der Mensch groß eingreifen muss. Und natürlich auch, dass das Arbeitsleben vom Mensch etwas erleichtert wird und wir digitale Unterstützung bekommen. Digitalisierung sehe ich als sehr wichtiges Thema an. Weil ich meine, in vielen Betrieben und auch draußen ist es natürlich immer so, dass man immer noch Altgeräte hat, alte Anlagen. Aber mit der Zeit wird alles umgerüstet. Es wird immer moderner. Natürlich, man sieht auch an der Technik, es geht immer voran. Es gibt kein Zurück. Jeder muss mitgehen, ob er will oder nicht. Und wenn man natürlich in der Ausbildung schon die neueste Technik kennenlernt, dann tut man sich sicherlich leichter bei der Umstellung. Aber nicht nur die Techniken haben sich bei der Ausbildung der BASF geändert, sondern auch die Art und Weise. Weg vom Frontalunterricht hin zu praktischer Ausbildung. Keine steifen Arbeitsabläufe mehr lehren, sondern viel mehr Handlungskompetenzen schulen. Die können nämlich auf unterschiedliche Situationen transferiert werden. Und was erwartet der Nachwuchs von seiner Ausbildung? Dass ich viel Neues dazulerne zum Thema Automatisierungstechnik oder auch zu anderen interessanten Themen. Dass ich mit vielen interessanten neuen Leuten zusammenarbeiten kann und dass man auch viele Fortbildungen und Weiterbildungsmöglichkeiten erhält. Ich bin sehr zufrieden mit der Ausbildung. Meine Erwartungen, die ich hatte, wurden nicht nur erfüllt, sie wurden übertroffen. Ich dachte nie, dass es wirklich so gut wird und dass ich so viel Spaß in der Ausbildung hätte. Und deswegen würde ich es jederzeit wieder machen. Auch dem Nachwuchs steht nun in den nächsten 3 Jahren eine interessante und lehrreiche Zeit bevor, gespickt mit vielen neuen Erfahrungen. Hat da der erfahrene Azubi noch einen Tipp? Von Anfang an dabei bleiben, lohnt sich immer. Auch wenn es vielleicht mal irgendwie doof kommt, dass man denkt, oh, heute war ein blöder Tag, ich habe irgendwas nicht richtig verstanden, irgendwas ist nicht gut gelaufen. Weitermachen, durchhalten und immer gut an dem Ball bleiben, immer lernen, auf dem neuesten Stand sein, dann funktioniert das schon. Wer es dieses Jahr verpasst hat, man kann sich jetzt schon für eine Ausbildung bei der BASF 2018 bewerben. Also los, Zukunft in die Hand nehmen und aktiv gestalten. BASF. We create chemistry.